Nachdem LG im letzten Jahr eine ganz neue Richtung mit dem modularen G5 eingeschlagen hat, sah es eine Zeit lang nicht so gut aus für LG. Das G5 war kein richtiger Verkaufsschlager und ob LG mit dem G6 wieder zurück auf die Überholspur gefunden hat, klären wir in diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Als erstes geht mal ein recht herzliches Dankeschön raus an 1&1, welche mir dieses Testgerät zur Verfügung gestellt haben. Ohne diese Zusammenarbeit wären die Videos zum LG G6 nicht möglich gewesen, von daher Dankeschön. Das LG G6 kommt in diesem Jahr mit einem 5,7 Zoll HDR IPS LCD Display daher, welches eine Pixeldichte von 565 ppi aufweist und einen 18:9, also 2:1 Faktor hat. Ungewöhnlich, aber erfrischend neu. Erfrischend sind auch die neuen Display-Ränder, welche beim LG G6 deutlich dünner ausfallen als noch beim Vorgänger oder zum Beispiel bei einem iPhone 7. Dieser Trend hat sich im Jahre 2017 stark verbreitet, was mich persönlich sehr freut und ich denke, damit bin ich auch nicht alleine. Ansonsten befindet sich auf der Vorderseite dann lediglich noch ein dezent gehaltenes LG-Logo auf der Unterseite und das war's dann auch schon. Von den Abmessungen her kommt das LG G6 mit 148,9 mm in der Länge, 71,9 mm in der Breite und 7,9 mm in der Tiefe ziemlich langgezogen daher, was sich im Laufe des Tests jedoch zusammen mit der Glasrückseite und dem Metallrahmen als sehr angenehm in der Hand entwickelt hat. Auch das Gewicht war mit 163 Gramm total in Ordnung und stellte kein Problem in der Benutzung dar. Im Inneren des LG G6 schlummert ein Qualcomm Snapdragon 821 mit 4 2,35 GHz Kernen, welcher in 2017 schon fast veraltet ist. Im Alltag hat man das jedoch nicht gemerkt, was darauf hinweist, dass wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo nahezu alle Smartphones genügend Leistung für 90% aller Dinge haben. Unterstützt wird der Snapdragon 821 von einer Adreno 530, welche gute Dienste leistet und die Grafikarbeiten des Smartphones übernimmt. Mit 4 GB Arbeitsspeicher ist auch das Multitasking des LG G6 nicht zu verachten und ermöglicht somit eine angenehme Benutzung, indem es viele Apps im Hintergrund hält. Betrieben wird das Ganze von einem 3300 mAh Akku, welcher das Smartphone locker durch den Tag bringt und auch 2 Tage waren bei mir oftmals mit drin, wenn ich das Smartphone mal nicht so häufig benutzt habe. Kabelloses Laden war leider nicht möglich, dafür ist Quick Charge 3.0 an Bord, was den Akku in Kürze auch wieder auf 100% bringt. Alles in allem war ich hier also sehr angetan davon. Das LG G6 kommt lediglich mit einer Speichervariante und zwar mit 32 GB. Für mich etwas knapp, aber man kann den Speicher per MicroSD-Karte problemlos erweitern. Spannend wird es nun etwas weiter oben auf der Rückseite, denn hier befindet sich die Kamera und der Homebutton mit Fingerabdrucksensor. LG packt diesen schon seit einiger Zeit hinten auf die Rückseite und an diese Position hat man sich auch recht schnell gewöhnt und sogar nach dem Test habe ich mich noch dabei ertappt, wie ich auf dem iPhone auf der Rückseite entsperren wollte. Der Fingerabdrucksensor im Homebutton ist ziemlich zügig und hat mich im Alltag nicht im Stich gelassen. Hierfür gibt's also einmal einen Daumen nach oben. Und nun zur Kamera. Ich war positiv überrascht. Das Dual-Kamera-System vom LG G6 hat es mir ermöglicht, ganz neue Perspektiven zu fotografieren durch den genialen 8-Megapixel-Weitwinkelsensor, welchen ich noch nicht in so vielen Smartphones erlebt habe. Nicht die beste Qualität wie beim Galaxy S8 oder Google Pixel, aber die Perspektiven einfach nur genial. Für normale Fotos kann man dann auf den 13-Megapixel-Sensor mit einer Blende von f1.8 zugreifen, welcher zwar auch nicht der beste am Markt ist, aber für alltägliche Fotos durchaus brauchbar. Beispiele könnt ihr in meinem Kameratest zum LG G6 finden, den Link dazu stelle ich euch unten in die Videobeschreibung. Weiter geht es dann mit der Oberseite. Hier befindet sich einmal ein Klinkenanschluss, welcher in 2017 nicht mehr selbstverständlich ist, sowie ein Mikrofon und 2 Antennenstreifen. Auf der Unterseite haben wir dann ein weiteres Mikrofon sowie einen USB-C-Anschluss zum Laden und einen Lautsprecher, welcher, nun ja, wie soll ich sagen, halt ein normaler Smartphone-Lautsprecher ist. Mal kurz ein Video oder Telefonat darüber laufen lassen ist okay, für mehr nehmt ihr bitte was anderes her. Auf der rechten Seite haben wir dann einmal den SIM-Kartenschlitten, welcher auch eine MicroSD-Karte unterbringen kann und ansonsten befindet sich hier nichts weiteres.
Auf der linken Seite haben wir dann noch die Lauter- und Leiser-Taste, welche für meinen Geschmack leider etwas zu klein ausgefallen sind. Doch nun genug von der Hardware, schauen wir uns noch kurz die Software an. Das LG G7 wird mit Android 7 Nougat ausgeliefert, was das neueste Betriebssystem aus dem Hause Google ist. On top haben wir die LG-eigene LG UX, welche mir in diesem Jahr erstaunlich gut gefällt, und zwar so gut, dass ich nicht mal mehr einen Google Now Launcher installieren musste. Das System wirkt sehr aufgeräumt und übersichtlich und auch ich als jahrelanger iOS-Nutzer bin problemlos mit dem Betriebssystem klargekommen. Wie in jedem Review von mir wird es auch diesmal wieder einen Geekbench-Test geben für euch Zahlenliebhaber und hier kommt das LG G6 auf einen Multicore-Score-Wert von 4079 und einen Single-Core-Score von 1778. Diese Werte liegen ganz klar hinter denen eines Samsung Galaxy S8. Im Alltag, wie gesagt, merkt man diesen Unterschied in der Performance jedoch kaum. Was mir im Gegensatz viel wichtiger ist, ist beispielsweise das Kamera-Interface und das ist beim LG G6 ziemlich umfangreich und trotzdem noch sehr intuitiv. Spiele und sonstige Anwendungen laufen natürlich auch ohne Probleme und Lags oder ähnliches hatte ich während der gesamten Testlaufzeit nicht. Das einzige, was mich von der Software her gestört hat, ist das Abspielen von Videos. Nehmen wir als Beispiel YouTube. Hier sind die meisten Videos im 16:9 Format hochgeladen, was bei dem LG G6 zu schwarzen Rändern am Display führt. Ziemlich schade, da man ja gerade hier von den dünnen Display-Rändern profitieren will. An sich ist das Display des LG G6 wirklich sehr gut und ich habe es im Alltag sehr genossen. Wenn man hier softwareseitig noch eine Option nachliefert, dass die Videos zur Laufzeit angepasst werden können, à la Galaxy S8, dann habe ich auch hier nichts mehr zu meckern. Aber bis dahin ist das Anschauen von Videos leider nicht das optimale Erlebnis, was man sich von diesem Display erhofft. Aber nun ja, so ist das halt. Kommen wir nun zum Fazit. Ich war vom LG G6 positiv überrascht und ich denke, LG hat mit diesem Smartphone wieder den Weg in die richtige Richtung gemacht. Auch wenn das LG G6 nicht mit absoluten Killer-Features überzeugen kann, ist es trotzdem ein grundsolides Smartphone, welches seinen Besitzer gut durch den Alltag begleitet. Hinzu kommt, dass der Preisstand Juli 2017 nun schon bei unter 450 Euro liegt, was für ein Flaggschiff-Smartphone aus 2017 ein wahnsinnsguter Preis ist. Wer also auf der Suche nach einem Smartphone für unter 500 Euro ist, ist mit dem LG G6 gut beraten. Jetzt würde es mich noch interessieren, was haltet ihr denn vom LG G6? Denkt ihr, dass es der richtige Weg war, wieder zurück zu einer normalen Smartphone-Linie zu gehen? Oder hättet ihr euch noch eine Weiterentwicklung des modularen Aufbaus des LG G5 gewünscht? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, es würde mich sehr interessieren. Die Links zum Smartphone stelle ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.